Folge 20 zu Let's Play World of Warships. Wir fahren nochmal unsere Isokase aus, damit wir da an die besseren Torpedos kommen. Die letzte Runde war ja nicht so groß gelaufen, weil wir uns wieder zu offensiv verhalten haben. Wir müssten mehr so aus dem Hinterhalt jedes Mal angreifen. Das wäre eine Option. Ich werde mir da mal überlegen, auch wenn ich da nicht versprechen kann. Aber wie gesagt, gut, okay. Wir werden auf jeden Fall da jetzt ein bisschen mehr aufpassen müssen, damit wir da mehr punkten können. Oh, guck mal. Ich habe eine Nachricht bei... Ach. Warum auch nicht? So. Okay. Gut. Ja, dann weiß ich Bescheid. Ja, heute letzter Tag erstmal. Dann habe ich Urlaub. Und ab Samstag, also... ja, gut, okay, für euch ist es natürlich später. Also, die Folge kommt ja jetzt später raus. Wie ihr sagt, also für mich ist heute der letzte... Man kann sagen, eigentlich Studientag. Denn werde ich erstmal in Urlaub sein. Und da kann ich dann halt mehr Zeit investieren. So, ja, gut. Folgender Plan, wir fahren erstmal nach A. Die ganze Konstellation mit den Felsen da liefert mir genug Deckung, um an die Gegner nah ranzukommen. Um den denn damit Torpedos voll zu pumpen. Wenn ich jetzt bedenke, jeder Torpedo macht in etwa. Da ist meine Maus. Macht 10.833 Schaden. Dann könnte ich unter Umständen einen maximalen Schaden von über 60.000 schaffen. Hoffen wir mal das Beste. So, da haben wir die Omaha. Was sind die Omaha eigentlich für eine Stufe? 5. 5 und ein Kreuzer, okay. Können wir uns ja mal angucken hier. Hat auf jeden Fall eine Hochjut-Bewaffnung dran. So, wir schleichen uns also erstmal hier an diesen Felsen vorbei. Meine Sorge ist ja jetzt erstmal die unsere Trägerschiffe, die wir da haben. Weil wenn die attackiert werden und die sind da schon sehr offen gelagert, dann wird es richtig fies für die. So. ...2,2 Kilometer. Wir zünden also unsere Torpedos nicht, weil das könnte unter Umständen unsere Omaha treffen und der wird dann stinksauer sein wahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. So, wir fahren dann direkt zu Punkt A und nehmen den ein. Da ist schon mal ein Kuma. Ist eine Stufe 4er, wenn ich mich... Ja, ist eine Stufe 4er. So langsam lerne ich dazu. Wie gesagt, sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ich schluck dann 2, 3 Torpedos und dann ist er ja auch Geschichte. Beziehungsweise, wenn er sowieso schon vorgearbeitet wurde. Oh, Torpedos. Nur so viele davon. Die haben ja eine Reichweite. Ne, haben sie doch nicht. Haha. Wir müssen uns ja an den Felsen vorbeischleichen, aber wir können doch nicht direkt rinfahren. Diese bekackten, Entschuldigung. Diese nicht allzu schönen, Schiffe, die hier sind. Oh, 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 oh. Ja. Fliegt moderat an uns vorbei. Beziehungsweise zischt. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Die kommen nicht rein. Und wir aber auch nicht so. Okay. Zünden wir erstmal was. Okay, der wurde versenkt. Jetzt nehmen wir hier den Punkt ein, dann ist es gut. Da vorne kommt schon der nächste. Jetzt zünden wir mal den hier. Dann können sie uns nicht mehr so gut sehen. So, dann wechseln wir mal schnell auf HE um und dann pressen wir den mal ein paar rein.
Okay, ja. Und sehr schön. Okay. Wir wollen es wissen. Befinden wir uns noch im Feld? Ja, wir befinden uns noch im Feld. Ho! Okay, der Punkt ist eingenommen. B haben wir jetzt auch eingenommen. Fehlt nur noch C. So, da vorne kommt schon der nächste Traumtänzer. Gut. Den werden wir dann auch gleich mit ein paar Torpedos füttern. Naja, wir müssen aufpassen. Schön nah, damit überhaupt nicht mehr ausweichen kann. Der steht sowieso mit dem Rücken zu uns. Ja, komm schon, komm. Nee, der fährt vor uns weg. Mist. Ist nicht so schön. Ah, der wird bestimmt gleich auf uns schießen. Aber die können wir da treffen. Oh, frisst das. Ja, der hat uns moderat getroffen. So. Da ist viel Feindkontakt auf jeden Fall. Ich hoffe, der schafft es nicht mehr auszuweichen, dann haben wir den auch weg. Aber wie sieht's aus? Oh, das könnte. Doch, und. Jawoll! Ups! Tut mir leid! Not! Okay, der könnte aber uns gefährlich werden noch. Wir werden mal eine Querkurve ziehen. Zwei Komma sieben. So, frisst das. Nur um sicher zu gehen. Aber es sieht aus, als würde ich tatsächlich den treffen. Da ist der nächste, der was von mir will. Wir verziehen uns erstmal. Und A wird eingenommen. Okay. Wir sind unentdeckt jetzt wieder. Das heißt, wir können jetzt wieder in den Angriff blasen. Weil wir sind ja hier schon mächtig im Vorteil. Bei A ist ja hier die Action. Obwohl, eigentlich wäre ich auch dafür, den dann auszulöschen. Ja, das ist ein Kreuzer, der ist bestimmt beschäftigt denn. Und in 28 Sekunden habe ich sowieso mein Smokescreen wieder. Und wenn ich das dann noch time schön mit dem. Oh, da ist ja. Wenn ich das dann noch time mit meinem Booster, könnte ich unter Umständen nahe genug an den Kreuzer, an den Schlachtschiff rankommen und den vernichten. Naja. Wir werden mal unser Bestes hier geben. So, Smokescreen ist jetzt wieder bereit. Der ist auf dem Weg von uns weg. Das passt mir ganz gut. C wurde eingenommen. Oh. Jetzt wird es ein bisschen haarig. Wenn er da um den Hügel rum ist, dann könnten wir da den als Tarnung benutzen. Das wäre vielleicht noch eine Option. Dann drecken wir dem da die ganzen drei Torpedos drin und dann ist er weg vom Fenster. Dann müssen wir aber aufpassen, dass wir da mit dem anderen dann halt nicht so sehr in Kontakt kommen. Vielleicht, wenn wir dann abdrehen. Also, wir haben noch 55 Sekunden Zeit. Bis dahin müsste dann der Booster dann auch wieder aktiv sein. Weil könnte entdeckt werden unter Umständen.
Wenn ich jetzt entdeckt werde, drücke ich T, dann werde ich wieder unentdeckt bleiben. Die dürfen mich nicht sehen, die dürfen mich nicht sehen und ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Aber der Flatterflieger, der sieht mich auf jeden Fall. Smoke generator started. Ist er jetzt gelandet? Der ist weg. Ja, sicher ist sicher. Ah, der sieht mich denn. Der Bomber sieht mich denn. Ja, okay. Dann ist er jetzt hier warnt. Aber es sind ja nur drei Schlachtschiffe hier. Ich opfer mich mal. Ah, der will mich. Oder will er mich? Warte mal, wie viel hat er? 3000. So, drücken 2. Den letzten kriegst denn du. Er lebt so ja noch. Na gut. Komm, nur noch ein Schuss, ein Schüsschen. Oh, wir haben gewonnen. Na gut, dann geht ja auch noch. Das geht in Ordnung. Alles klar, wir sind Bescheid. Gut, alles klar. Nee, alles klar, alles klar, alles klar. Wie sieht es mal mit meiner Teamwertung aus? Bin ich der Einzige mit einer vierstelligen Zahl? Okay. Dann heißt es, ich bin auf dem 2. Platz. Jawoll! 2. Platz hört sich ganz gut an. Okay, der hat die Feuerfest gekriegt. Was die Medaille bewirkt, weiß ich aber nicht. Ja, 3600 ist doch wohl eine Nummer, die sich doch lohnt. So, zurück zum Hafen und mal gucken, was man so machen kann. Oh, Ehre der Helden. Verdiente Kreditpunkte. Wir haben also vieles dazu gekriegt. Okay. Beschussalarm. Das hört sich eigentlich auch nicht mal so schlecht an. Was ist das hier? 10% minus 10% Nachladezeit der Torpedowerfer. Das hört sich doch noch mal nach was an, was wir hier brauchen könnten. So, okay. Und jetzt hier Module. Okay, uns fehlt noch ein bisschen, bis wir hier diese Typ 92 Torpedos nehmen können. Die sollen dann wirklich noch besser sein. Und dann haben wir noch eine Feuerleitanlage. Okay, Erhöhung der Feuerreichweite, ist ja klar. Feuerreichweite an sich ist dann auf 9,1. Das betrifft dann wahrscheinlich unsere Geschütze. Und wir können ja mal schauen. Ja, genau, das wollte ich gar nicht noch zeigen. Hier, dieses Geschütz haben wir dazu gekriegt. Ich werde jetzt mal das alte nochmal einbauen. Jetzt ist das Geschütz nämlich weg, alles klar. Aha, okay. Und hinten, da ist dann auch was weg. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt hier die Sache wieder einbauen, sieht man, alles klar, hier schützt auch wieder auf. Aber was ist das hier hinten? Was ist das? Sind das dort bemannte Enter-Kommando-Dinger? Ich weiß es echt nicht. Da ist so vieles dran, was ich nicht verstehe. Also, keine Ahnung. Muss man mal jemand mir sagen, denn bitte. Das wäre besser. So, wie sieht's denn hier aus? Flakbewaffnungsmodifikator. Okay. Ja, ist alles nicht so wichtig hier so. Brauche ich alles nicht so. Wir werden mal in der nächsten Folge dann nochmal die Isokase fahren. Und dann sehen wir mal, ob wir denn auch doch die nächsten Torpedos dann gleich mit drin bauen können. Also, lasst euch YouTube bis zum nächsten Mal und haut rein. Ich weiß, die Folge war wieder ein bisschen kürzer, aber dann erhöht ihr doch die Spannung und ihr könnt euch dann auf den nächsten Tag freuen. Also, lasst euch YouTube bis zum nächsten Mal und haut rein. Euer Erwin.